Die allererste Folge von Deutsch-Arabisch war auf Deutsch und mein allererster Gast war auch der Alex. Der Alex ist ein sehr guter Freund von mir und ich glaube, wir waren beide auch sehr nervös. Die Erfahrung war nicht nur für ihn neu, sondern auch für mich, Leute einfach so zu interviewen. Ich hoffe aber, dass die Folge euch gefällt und viel Spaß. Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. Hallo und herzlich willkommen. Moin moin, liebe Leute, und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich einen echt interessanten, in meinen Augen, sehr interessanten Gast mitgebracht. Der ist für mich kein Gast, ein Arbeitskollege, der ein Freund geworden ist. Und ich bin echt dankbar für diese Gelegenheit, dass er so in meinem Leben reingeplatzt ist. Der ist ein fröhlicher Mensch, ein sympathischer Kerl und ein wahrer Freund. Und auf ihn kann man auf jeden Fall zählen. Ja, das ist so ein Teil von dem, was er alles besitzt. Ja, ich weiß, ich lobe ihm jetzt so viel, aber er verdient das auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, Sascha. Oder Alex. Servus Leute, servus Arme. Servus. Ihr hört schon heraus. Ja, ich bin Alex, Sascha oder Alexander, wie ihr das gerade nennen wollt. Allererstens danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich war sehr überrascht. Ja, zu meiner Person. Ich bin 25 Jahre alt, komme aus ursprünglich Kasachstan, dann irgendwann nach Deutschland mit der Familie, seit ich 2,5 Jahre alt war, dann ins schöne Bayern und von Bayern dann in den schönen Ruhrpott. So viel dazu, um da meine Ausbildung zu machen. Genau. Ja, ein sehr gutes Stichwort, Ausbildung. Ich weiß aber, dass du schon mal was anderes gemacht hast, beziehungsweise dass du was Besseres, finanziell Besseres gemacht hast. Und dann auf einmal hast du gesagt, weißt du was? Nee, ich schmeiß das alles jetzt hin und ich gehe und suche mir einen Job, der mir wirklich gefällt. Erzähl mal, was du davor gemacht hast und was für eine Ausbildung jetzt du machst und was für eine Lebensumstellung das alles so in dein Leben gebracht hat. Natürlich, ich habe damals angefangen, dann eine Lehre zum Werkzeugmechaniker. Ja, natürlich noch in Bayern, habe da auch meine Ausbildung darin gemacht, die dann auch erfolgreich absolviert und habe dann auch 2 Jahre als Facharbeiter arbeiten können. Wunderbar viel Geld verdient, natürlich in der Conti-Schicht. Darf ich mal fragen, wie viel Geld war das? Von? Also im Monat quasi, brutto, so. Nur damit die Leute so ein Gefühl dafür haben, ja, wie viel man verdient hat und danach verdient. Also bis zu 4.000 Euro brutto und natürlich ein bisschen mehr, je nachdem, wie die Schichtzulage war. Man hat natürlich auch nicht grundlos so viel Geld bekommen, sondern in der Schichtarbeit. Dafür hat man eben halt am Wochenende auch mal Nachtschicht gehabt. Und ja, so war das Ganze. Und dann kam dieser Punkt, wo du gesagt hast, nee, das will ich nicht mein ganzes Leben machen. Ich meine, was hat sich ergeben, dass du sagst auf einmal nein? Dass du sagst einfach nein, jetzt nicht mehr. Ja, in der ganzen Schichtarbeit, ach klar, du hast so viele unzählige Nachtschichten, wo du darüber nachdenkst, wo siehst du dich denn eigentlich in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Was willst du für dich noch erreichen? Und das war halt eine relativ kleinere Firma, aber natürlich auch tarifgebunden. Du wärst immer wieder sicher gewesen, aber bringt dir das was? Hast du Spaß an deiner Arbeit? Ist es das Geld wert? Letzten Endes muss ich dazu sagen, obwohl ich so viel verdient habe, habe ich mir damals gesagt, das ist noch nicht genug, weil ich auch dementsprechend viel Verantwortung hatte für diverse Kollegen unter mir natürlich, Teamsprecher oder stellvertretender Teamsprecher. Und dann am Wochenende, wenn da jemand krank geworden ist, dann musst du das managen. Die Verantwortung, die ist schon ziemlich hoch gewesen, aber auf jeden Fall machbar. Und daher war das damals, frech gesagt, wirklich zu wenig Geld. Mhm, verstehe. Und wo war dann dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist Schluss mit der Geschichte? Spätestens mit 21, 22 so rum habe ich dann gesagt, das
kann einfach nicht so weitergehen. Also 5 Jahre, weitere 5 Jahre hätte ich mich nicht in dieser Firma gesehen. Und dann wollte ich auf jeden Fall nochmal die Schulbank drücken. Ja, zum Drücken gibt es ganz viel, gerade in der neuen Ausbildung, was du jetzt gerade machst. Du machst gerade eine Ausbildung zum Fitnesskaufmann. Wie bist du da drauf gekommen? Ja gut, ich mache mein ganzes Leben lang schon Sport. Seit klein auf, seitdem ich stehen kann. Angefangen hat es mit Ball über die Schnur bis hin zum Tennis, bis zum Fußball. Mein Vater hat mich immer wieder begleitet und da dachte ich mir, es muss irgendwas mit Sport sein, was mich eigentlich erfüllt, auch sei es Krafttraining, sei es Athletiktraining, sei es Fußballtraining, Volleyball, Tennis oder. Ich kann wesentlich mehr erreichen als in meinem ehemaligen Job, irgendwelche Autozahnräder hin und her zu schieben. Also, wenn ich jetzt richtig verstehe, bedeutet das, dass du einfach dein Hobby zum Beruf machen wolltest, obwohl es dir auch vielleicht klar war, dass du weniger verdienen würdest, so? Ja, das auf jeden Fall ein Hobby zum Beruf machen, aber mir war zu 100% direkt bewusst, dass ich womöglich nie wieder so viel verdienen werde wie in meiner ehemaligen Arbeit. Und wenn es einem Spaß macht, was man macht, dann ist einem all das Geld auf der Welt eigentlich egal. Man spricht dann halt von Berufung, ne? Also man spricht dann von einer Sache, die kein Last so verursacht, so gesehen, sondern einfach nur Freude, ja? Klar, man soll das Ganze nicht so rosig auch sehen. Es gibt natürlich Momente, wo einem alles irgendwie viel ist, aber gleichzeitig ist das auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man tut, was man liebt, so gesehen. Vollkommen richtig. Ja, und dann, wie ist das passiert? Also du wohnst, wie du jetzt, oder du hast ja gewohnt in Bayern. Wo ist das bitte noch in Bayern? Im wunderschönen Bad Brückenau. Also Bayern ist nicht gleich München, ja? Bayern Das ist nicht betonst du gleich immer München. wieder. Genau, auch an die diesen Podcast hören sollten. München oder Bayern besteht nicht nur aus München. Ja, ja, erzähl mal dann, wie ging es dieser Bewerbungsprozess? Wie hast du dich umgeschaut? Was hast du geguckt? Welche Kriterien quasi hast du so immer im Auge behalten, damit du quasi sagst, okay, wenn dieser Arbeitgeber so und so diese Voraussetzungen mitbringt, dann bin ich voll mit dabei oder wenn er nicht, dann nicht und so weiter. Kannst du kurz dazu was erzählen? Natürlich, aber das ist eigentlich so einfach bei mir. Ich habe direkt gesagt, okay, ich möchte was mit Sport zu tun haben und habe einfach mal in die Google-Suchleiste eingegeben, Sport- und Fitnesskaufmann. Dann kam eine, ich weiß nicht was für eine Seite, aber die hat mir diverse Fitnessstudios angezeigt, die dann eben einen Sport- und Fitnesskaufmann ausbilden oder sprich eine weitere Ausbildung Sport- und Fitnessbetriebswirt. Das ist dann halt fast das gleiche wie ein Bachelor, aber nur halt der Betriebswirt im kaufmännischen Teil für Sport und Fitness. Genau, und dann habe ich das eigentlich direkt eingegeben. Dann kam dann Kriterium meinerseits war einfach nur, dass ich nicht für die private Schule, für die Akademie, wo ich dann später hingehen sollte, dass ich dafür nicht selber zahlen muss. Genau, und somit bin ich dann auf ein Studio gestoßen, wo mir eigentlich alles ermöglicht hat. Sprich, Kriterien wurden gegeben im Sinne von, es wurde gezahlt. Ich habe feste Arbeitszeiten, ich habe geile Kollegen. Und was will man dann mehr? Du kannst ruhig auch sagen, was für ein Studio das war, ne? Also es ist kein Problem. Achso, dann. Ja, also wir arbeiten zusammen bei einer Fitnesskette hier in Deutschland und die ist schon ziemlich bekannt und Namen FitX. Genau. Gut, aber ich meine, wenn man in Baden-Brückenau wohnt, tief in Bayern, ist das nicht schon heftig, dass du einen so großen Sprung in Ruhrgebiet machst, um die Ausbildung zu machen? Hast du vielleicht nicht in Bayern, also in Bayern um dich herum, in München oder was auch immer so sehen wollen oder können? Oder fandest du einfach keine anderen Stellen? Wie war das? Erstens muss ich sagen, aus dem bescheidenen Bad Brückenau ist ein 7000 Einwohnerstädtchen, Dörfchen.
wenn man die herumliegenden Stadtteile oder Dörfer noch mit dazu zählt. Ja, und dann, hey, es gab rundherum einfach nichts in Bad Brückenau. Das nächste FitX, sagen wir es mal so, war um die 150, 200 Kilometer entfernt. Und dadurch, auch andere Studios haben angeboten, aber dann musst du halt für die Akademie oder sonstiges ziemlich viel zahlen. Oder du müsstest halt wirklich wieder umziehen in eine kleinere Stadt, was eigentlich nicht so viel ge nicht gebracht hat. Ja, so viel. Und dann zur Auswahl standen diverse Studios, aber dann hat es mich letztendlich nach Duisburg verschlagen. Und das war für dich auch von Anfang an klar, dass du einfach sagst, egal ob das in Hamburg, Aachen oder in, weiß ich nicht, in Stuttgart oder gleich da in Düsseldorf ist, dass du es trotzdem annimmst. Also da warst du schon von Anfang an flexibel. Ja, natürlich war ich flexibel, aber andererseits wäre es natürlich schon in einem Ort gut gewesen, wo die Mieten auch noch bezahlbar bleiben. Jetzt Hamburg, München, okay, eher gesagt, München und Stuttgart wäre wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Okay, verstehe. Ja, das ist schon ein sehr schweres Thema, wenn man Azubi ist und noch dazu ja, Unterkunft braucht. Und das ist nicht für 1 oder 2 Tage oder Monat, sondern gleich für mindestens, im besten Fall 3 Jahre. Ich weiß aber, Insider-Infos kommen jetzt, dass du dich mal für eine Polizeibeamterstelle beworben hast. Kannst du uns davon was erzählen? Natürlich. Wie eigentlich fast jeder aus meinem Freundeskreis damals. Ja, klar, man hat als Kind, glaube ich, immer wieder diese Idee, einfach Polizist zu werden. Kannst du mir diese Faszination bitte beschreiben? Was fasziniert einen, um Polizei zu werden? Ich meine, ich verstehe vielleicht auch ein bisschen, da ich jetzt hier in Deutschland seit 6 Jahren lebe, aber wo ich komme, da wollte ich nicht Polizei werden. Ich, vielleicht, weil ich schon weiß nicht, gewisses Bild im Kopf habe. Aber kannst du mir das jetzt von deiner Seite so aus ein bisschen erklären? Ja, die Polizei, die hat einfach einen hohen Stellenwert. Das ist einfach eine andere Ansichtssache. Die haben einfach diese gewisse sportliche Aktivität, was man natürlich leider bei anderen nicht so ansieht, aber die meisten haben das auf jeden Fall. Und ein gewisses Grundwissen, erstens politisch, zweitens physikalisch, physisch, einfach alles. Die müssen abliefern auf jeden Fall. Und das dachte ich mir, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Habe mich dann auch kurzerhand bei der Polizei beworben. Habe dann auch alle möglichen Tests durchgemacht, nur leider wurde ich nicht genommen, weil ich eine Sehschwäche habe. Das ist nicht an deiner körperlichen Leistung gescheitert, sondern einfach nur, weil du von Natur aus, was du nicht selber beeinflussen kannst, ja, nicht bestimmt hat sozusagen. Richtig. Ja. Aber ich finde das gut so, denn sonst hätten wir dich jetzt hier vor dem Mikro nicht gehabt. Ja, gut. Du hast die Ausbildungsstelle geschnappt. Du bist deswegen nach Duisburg gezogen, beziehungsweise umgezogen. Und erzähl mir mal, wie ist das innerhalb des gleichen Landes, aber einfach nur in eine andere Stadt zu sein, auch irgendwie fremd zu sein? Ja gut, fremd oder nicht, aber man sucht sich ja seine gewissen Freunde und seine Arbeitskollegen, die sind immer um einen rum. Es ist wirklich, wie Fittix auch sagt, eine kleine Familie, die man immer bei sich hat. Bei der Arbeit oder auch, wenn man sich mal privat treffen will. Und es ist einfach nicht, es fühlt sich auf jeden Fall nicht fremd an. Ich glaube, ich will ein bisschen mehr Erklärung, denn ich will auf eine Sache hinaus, und zwar, wie ist das aus, wenn man aus Baden-Brückenau kommt, aber in Ruhrgebiet bzw. in Duisburg lebt? Womit hattest du zu kämpfen? Ich hatte eigentlich mit wirklich gar nichts zu kämpfen, außer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber da ich ja eigentlich das Glück habe, ein eigenes Auto zu haben, ist eigentlich fällt sehr, sehr viel leichter. Und warum oder generell, wie es für mich ist, von Bad Brückenau nach Duisburg zu ziehen, es war ehrlich gesagt anfangs ein kleiner Schock. Aber dann wurde mir eigentlich relativ schnell klar, ich bin eigentlich ein flexibler Typ und man muss sich einfach mit Dingen arrangieren können. Das heißt, wenn du vom Typ auf nicht so bist, dass du einfach
stur dein eigenes Ding durchziehst, dann bist du einfach falsch. Sondern du musst flexibel sein. Heutzutage ist das halt nur so. Und ja, mit Dingen arrangieren. Wenn man da keine Probleme damit hat, dann let's go. Du bist nach Duisburg gekommen, du hast mit der Arbeit auch angefangen und erzähl mal, was ist an dem ersten Tag von deiner Ausbildung nach dem Feierabend passiert? Ja, da habe ich die wunderbaren Seiten der Familie kennengelernt. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich jetzt. Wie ist zum Teufel bitte, man kommt hier hin und man fängt mit der Arbeit an, aber man hat verdammt nochmal keine Wohnung. Der Kerl, der hat mit der Ausbildung angefangen, ohne eine Wohnung zu haben. Wie mutig oder auch nicht man sein kann. Wie hast du dir das vorgestellt? Pass auf, das war eigentlich sehr, sehr lustig. Ja gut, lustig hin oder her. Ich habe Verwandte in Köln und dann dachte ich mir, ja, dann fahre ich halt nach der Arbeit zu denen. Von Duisburg nach Köln ist halt eine Dreiviertelstunde, Stunde Fahrtweg. Und dann, also ich habe die ja schon gefragt, ob ich da bei denen pennen kann. Die haben gesagt, ist ja kein Problem. Und ja, warum nicht? Aber ich wusste halt nicht an meinem ersten Arbeitszeit, dass ich bis 9 Uhr abends arbeite. Ja gut, alles klar. Und dann dachte ich mir, ja, ich bin echt eigentlich schon ein sehr verwöhnter Mensch und ich hatte wirklich keine Lust mehr auf die Stunde fahren. Habe mich dann gegenüber in den Imbiss gesetzt zum Fittix und erstmal Airbnb-Wohnungen ausgecheckt. Bis ich dann irgendwie einen Anruf bekomme von Amer, dem Besten, der mich einfach zu sich nach Hause eingeladen hat. Wirklich der Typ, der kannte mich null, so gut wie null. Das war wirklich so. Ich war auf dem Stairmaster. Ich wollte nach dem Feierabend auch. Ich hatte auch genauso wie ihn Spätschicht. Und ich wollte nach dem Feierabend so eine Runde Cardio machen. Und dieses Cardiogerät war direkt am Fenster. Und da habe ich dann ihn fast 30 Minuten da sitzen sehen. Also in diesem Imbissbude. Direkt dieses FitX-Studio gegenüber. Und dann dachte ich mir, was macht er zum Teufel da? Und ich wusste auch, dass du keine Bude hast und dass du von deiner Familie bzw. von Köln und deinen Verwandten da gesprochen hast und dass du dahin gehst. Und dann habe ich mir einfach gesagt, Alter, du wohnst in der Bude alleine, du hast nichts zu verstecken. Und eigentlich, der kann auch mit. Und so viele Schätze hatte ich auch zu diesem Zeitpunkt auch nicht, dass ich quasi so davor fürchte, dass du sie mitnimmst. Von daher, ja, das war auf jeden Fall für mich einer der schönsten und besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Denn dadurch, glaube ich, hatten wir ein anderes Verhältnis. So quasi gewinnen können und ja, fand ich auf jeden Fall eine coole Begegnung. So viel dazu. Ja, da bin ich dir echt unendlich viel dankbar. Ach, nicht dafür. Nebenbei gesagt, das war ein ganzer Monat, dem ich bei dem auf dem Sofa geschlafen habe. Du hast ja anfangs gesagt, dass du gebürtig nicht aus Deutschland kommst, also nicht in Deutschland geboren bist und gar nicht so deutsch bist. Genau, ich bin im wunderschönen Kasachstan geboren. Genau, ich bin gebürtiger Kasache. Nur fürs Verständnis. Ich glaube, für dich ist das, wie alt warst du, als du hier hingekommen bist? 2,5 Jahre alt. Also so viel von Kasachstan, ich glaube, konntest du nicht so wahrnehmen. Ich weiß gar nichts. Ja, gut. Aber ich habe trotzdem eine Frage, die betrifft die Zugehörigkeit. Ja, ich nehme mal an, du hast den deutschen Pass. Natürlich. Also du bist quasi eingebürgert worden. Also du bist ein Deutscher. Ja. Meine Frage ist, wie fühlst du dich? Zu welchem Land gehörst du eigentlich? Zu beidem eigentlich, aber natürlich mehr zu Deutschland. Ich habe jetzt roundabout 22, 23 Jahre hier in Deutschland verbracht und ja, ich bin auf jeden Fall Deutscher. Und wenn ich nach Kasachstan fliegen sollte, um da Familie zu besuchen, dann
bin ich da auch immer herzlich willkommen. Und jetzt stell dir Folgendes vor: Dein Vater ist auch mit uns oder der wäre auch jetzt mit uns im Raum und der würde das hören, obwohl er schon lange in Kasachstan gelebt hat. Was denkst du, würde ihn das stören, dass du sagst, dass du eher mehr Deutsch bist als Kasache? Oder wie würdest du seine Reaktion sozusagen darauf so einschätzen? Ja, seine Reaktion wäre sehr entspannt, glaube ich. Er würde auch sagen, also er sagt auch nie, wir sind nicht komplett kasachisch-russisch, sondern wir sind halt Deutsch-Russen. Und das war auch natürlich mit Haupt seine Entscheidung. Er ist das Familienoberhaupt und dadurch würde er das gutheißen. Okay, stark, starke Meinung. Finde ich sehr interessant. Die nächste Frage lautet: Wie stellst du dir jetzt deine Zukunft vor, wo du jetzt alles quasi auf den Kopf gestellt hast? Ne? Also, das ist schon jetzt lange her. Du bist jetzt in der Ausbildung. Seit wann? Seit 2 Jahren knapp. Ja, krass. Krass, wie die Zeit so richtig rucki-zucki verfliegt, ne? Absolut. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Oh, das ist eine schwierige Frage, weil andererseits muss man sich, ja, wenn man natürlich auch Familie haben will, irgendwann Frau und Kind, muss man sich eigentlich ein zweites Standbein aufbauen, weil finanziell gesehen in der Fitnessbranche verdient man nun mal nicht so viel. Es sei denn, man macht halt irgendwie nochmal was nebenbei oder einen Zweitjob, aber das ist ja auch nicht das Wahre. Aber so gesehen stelle ich mir schon vor, in der Branche zu bleiben, nur müsste man auf jeden Fall selbstständig werden. Habe ich auch auf jeden Fall vor, nur das glaube ich bleibt noch meine Sache. Lasst euch überraschen. Letztes Jahr hast du in meinen Augen sehr spannenden Urlaub gemacht. Erzähl mal von deinem Urlaub mit deinem Bruder auf den Rädern. Oder erzähl überhaupt von deiner Liebe zu Fahrradfahren. Meine Liebe zu Fahrradfahren, die hat eigentlich schon sehr weit hinten angefangen. Also sprich in meinen jüngsten Jahren. Ich war immer auf 2 Rädern unterwegs und bei uns, wir hatten halt direkt vor unserem Haus hatten wir einen Spielplatz, einen riesen Spielplatz. Und da haben halt immer Sand auf den Boden gestreut, auf den Teer und haben dann immer in die Rücktrittbremse getreten. Und wer den längsten Drift hingelegt hat, der hat halt gewonnen. Und somit ja, schön Anlauf nehmen und Drift hinlegen. Und die Autos, die haben direkt gewusst, wenn ich auf der Straße bin, ich habe Vorfahrt, egal was ist. Ja gut, ich war auch ein Kind. Kinder haben immer Vorfahrt. Ja, aber so kam halt immer wieder die Neigung zum Fahrradfahren. Ich bin halt natürlich auch immer, als ich ein Auto hatte oder sowas, bin ich, wenn es möglich war, zum Fußballtraining immer mit dem Fahrrad gefahren oder sonstiges. Und habe dann irgendwann mal beschlossen, es war, glaube ich, eine Nachtschicht oder sonstiges und mal gesagt, das kann doch nicht alles sein. Dieser Alltagstrott, den man da so lebt. Und habe dann gesagt, nach der Nachtschicht mache ich mal eine Fahrradtour an die polnische Grenze. Ja, bin dann raus um 6 Uhr frühs, irgendwann hingelegt, aufgestanden um 11, kurz danach. Habe mir dann ein Fahrrad ausgeliehen im örtlichen Fahrradshop, habe die Sachen gepackt und bin dann losgefahren zur polnischen Grenze. Wie viele Kilometer sind das gewesen? Ich glaube 460 Kilometer. Ja, solche langen Distanzen bin ich auch nicht gewohnt. Also ich habe natürlich auch mal Tagestouren gemacht von 15, 20, 30 Kilometern, aber dann innerhalb von 4 Tagen 460 Kilometer zu fahren und eine Tagestour ist dann schon mal 100 Kilometer weit oder ein bisschen mehr, je nachdem. Das ist schon ein Wort und da braucht man auf jeden Fall einen gemütlichen Sattel. Und war es auch gemütlich? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja, gut, die erste Tagestour ging damals, glaube ich, 90 Kilometer. Und dann habe ich bei meiner Cousine übernachtet in Schmalkalden. Und am zweiten Tag, boah, Gnade mir Gott, ich wollte mich einfach nicht auf den Sattel setzen. Das war so unangenehm. Aber du wusstest einfach nur, hey, du hast noch gute 370 Kilometer vor dir, ne? Ich glaube, das lag, glaube ich, nicht mehr an dem Sattel, weil der Sattel an sich für kurze Strecken sozusagen schon geeignet war. Aber Okay. dein Gluteus Maximus, dein Arschmuskel, so auf Deutsch gesagt, war schon ganz schön erschöpft, glaube ich. Der hat mich verflucht, wirklich. Ja, und Aber wie ging es weiter? ja gut, die Fahrradtour war dann eigentlich relativ easy. Desto weiter man in den Norden kam oder sprich zur polnischen Grenze, desto einfacher wurde es. Also wirklich.
wir bei uns in der Rhön, also in der Brückenau, da sind halt wirklich die Berge ohne Ende und da ist es schon sehr, sehr schwer zu fahren, aber natürlich umso schöner. Und desto weiter man in den Norden fährt, desto flacher wird es. Und da gibt es halt nicht mehr so viel zu sehen, aber trotzdem auf dem Weg gab es schon genug spannende Sachen. Genau. Meine zweite Fahrradtour, ich glaube, ein Jahr oder 2 Jahre später mit meinem Bruder, also sprich letztes Jahr, haben wir einfach mal von Duisburg aus zum Bremerhaven gemacht. Und wie war das? Und wie lange ging das? Und wie viele Kilometer sind das gewesen? Wie war das? Erstmal schrecklich. Es hat schrecklich angefangen. Fahrrad aus dem Keller geholt, war so an direkten Platten. Ja, da mussten wir erstmal. Wir wollten eigentlich um 8 oder 9 Uhr losfahren und dann sind wir, glaube ich, erst um 2 oder um 3 Uhr Mittag losgefahren. Also war wirklich katastrophal. Insgesamt sind wir, glaube ich, 630 oder 680 Kilometer gefahren und hatten dafür auch 6 oder 7 Tage Zeit. Genau, aber wir haben dann halt unsere Stopps so gelegt, dass wir eigentlich bei unseren Verwandten übernachten konnten. Das ist cool, das ist cool. Ja, Fun Fact war, ich habe mir, glaube ich, 4 Protein-Cakes mitgenommen. Die waren alle nach dem ersten Tag leer. Ich habe es eigentlich geplant für 4, 5 Tage, aber alle waren leer, weil wir nicht gedacht haben, dass ja am nächsten Tag Feiertag war. Ja. Mann. Aber sowas macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also für jeden, der einfach nur mal für sich irgendwas machen will, nicht immer wieder in den ständigen oder denselben Urlaub, steigt einfach mal aufs Fahrrad, packt euch eure Lieblingssachen ein, paar Proteincakes und fahr einfach mal 200-300 Kilometer. Ja, nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Also, ich kann nur sagen, ich weiß nicht, ob mich für sowas begeistern kann. Das ist schon eine sehr, sehr lange Strecken. Ich mag Fahrradfahren, ich rodel gerne, aber so viel, glaube ich, würde ich dir überlassen erstmal. Danke, danke. Ja, wir kommen jetzt zu meinen Standardfragen sozusagen, die ich jeden Gast fragen werde. Frage. Und zwar die erste Frage: Alex oder Sascha, beschreibe dich in 5 Wörtern. Sprich, nimm einfach 5 Adjektiven, Eigenschaften und hau sie raus. Anfangen würde ich mit humorvoll, dann sympathisch auf jeden Fall, obwohl das eigentlich beides fast dasselbe ist, aber ja, die beiden auf jeden Fall sehr ehrgeizig, lustig und flexibel. Okay, cool, cooler Ansatz. Die zweite Frage, ein bisschen tiefsinniger und da darfst du wirklich dir die Zeit nehmen dafür. Was würdest du zu deinem 10-jährigen Ich sagen? Ich brauche nicht viel Zeit. Ich würde sagen, lerne, lerne, lerne und lerne. Ich finde, ich habe eigentlich bis zu meinem jetzigen Zeitpunkt so gut wie alles richtig gemacht, nur war ich damals äußerst faul in der Schule und das hat mir eigentlich so gut wie alles versaut. Ich hätte natürlich viel mehr machen können oder sonstiges, aber ja, ich war halt noch damals sehr jung und ja, jung und dumm eher gesagt. Und deswegen würde ich einfach meinem 10-jährigen Ich sagen, mach genauso viel Sport, wie du auch sonst immer gemacht hast. Nur nimm halt ein bisschen öfters mal das Buch in die Hand. Hatte deine Mama oder dein Vater mit dir ein bisschen zu kämpfen gehabt? Auf jeden Fall. Die Armen. Gut, und jetzt die letzte Frage. Der beste Spruch, den ich jemals gehört habe. Always be the hardest worker in the room. Grüße gehen raus an Michael Kuhn. Auf Deutsch nochmal. Sei immer der härteste Arbeiter im Raum, so in der Art. Okay. Oder arbeite immer am härtesten von den Personen, die im Raum sind. Ja, cool. Abschließend bleibt mir wirklich nichts viel zu sagen, außer ich bin voller Freude, dass der Sascha heute vorbeigeschaut hat und mir das Interview geben konnte. Das ist ganz cool und das ist das allererste Interview. Hau ein Message an ein Universum raus. Sei einfach du selber und versuch, die beste Version von dir selber zu sein. Cool. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Danke für das Interview. Vielen Dank. Danke dir, Arme. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. So, meine Lieben,
Und das war das Interview mit Alex. Ich habe mich richtig gefreut. Ich hoffe, dass euch das Interview gefallen hat. Ganz, ganz, ganz unbedingt. Dieser Podcast ist noch ganz neu, ganz frisch. Und das bedeutet, nur durch euch, durch eure Hilfe, durch eure Unterstützung, Bewertung und Kommentare können wir zusammen wachsen, können wir auch was Besseres machen. Ja, insgesamt einen besseren Content kreieren. Und da bin ich einfach angewiesen auf eure Hilfe. Und von daher, bitte kommentiert fleißig, bewertet fleißig. Und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz, ganz bald wiedersehen.